Hallo zurück zur zweiten Folge in dieser neuen Let's Play-Reihe zu Banished. Wir sind hier in unserer schönen Stadt Westminster und gerade hat der Bauarbeiter damit begonnen, unseren Schmied fertigzustellen. Das ist ein sehr gutes Zeichen. Wir haben auch wieder ein bisschen Nachwuchs bekommen. Zwei freie Träger sind jetzt unterwegs. Das ist auch ein sehr gutes Zeichen. Ja, und sobald der Schmied fertig ist, würde ich mal sagen, dass wir die Brücke priorisieren, damit da der Stein hingeliefert wird. Und dann holen wir uns die ganzen Ressourcen, die auf der anderen Seite des Flusses für uns bereit liegen. Solange werde ich noch mal eben ein bisschen mehr Bäume fällen, und zwar hier in dem Bereich. Die stehen da ja auch nur rum. Aber natürlich auch unser Förster ist noch gut mit dabei. Momentan sind nur zwei Arbeitsstellen von vier da belegt, also da ist auch noch Luft nach oben. So, und der Bau hier von dem Schmied, der dauert noch ein bisschen. 90 Baueinheiten müssen hier erledigt werden, das ist eine ganze Menge. So, wie sieht's hier aus? Hat er schon das ganze Leder verbraucht? Offensichtlich ja. Also, Schneider ist sehr schnell im Verarbeiten des Leders. 14 Leder hatten wir auf Lager, als ich geschaut habe. Das ist jetzt schon alles weg. Aber wir haben jetzt auch wieder 11 Kleider auf Lager liegen. Schauen wir mal, dass wir dann eventuell noch einen zweiten Jäger uns leisten. Auch auf der anderen Seite würde ich sagen. Aber auch, wie gesagt, erst natürlich müssen wir dafür die Brücke fertigstellen. Ich würde sagen, ich priorisiere sie schon einmal. Ist aber auch, glaube ich, eh. Ah ne, hier wird schon Stein hingeliefert. Ich wollte gerade sagen, es ist die Baustelle, wo eh Stein hinkommt. Aber das ist nicht der Fall, wie man sieht. So, wie sieht es mit den Häusern aus? Die sind alle recht voll. Also wichtig, dass diese drei hier fertiggestellt werden. Und ich kann auch direkt noch mehr in Auftrag geben. War ein bisschen übertrieben direkt. Aber hier dann noch die typische Doppelstraße hin, die ich ja des Öfteren mal baue. So, ich möchte gerne hier Steine haben. Ein Stein ist gerade schon gekommen. Und hier aber bitte schön zuerst fertig bauen. Danke. Denn Werkzeuge beschleunigen alles. Sobald wir wieder Werkzeuge haben, geht natürlich alles andere direkt viel schneller. So, holt mir bitte mal den Stein hier raus, damit er auf die Baustelle kommen kann. Bisschen mehr als 20 Baueinheiten fehlen noch. Stellen wir gerade mal einen zweiten Bauarbeiter ein. Wir haben ja mittlerweile wieder ein bisschen Nachwuchs bekommen. Wo haben wir denn noch unvergebene Jobs? Habe ich gerade gesehen. Zwei. Einer war bei den Huntern zu viel, der andere ist dann der Schmied. Der ist natürlich wichtig. Wird dann auch direkt eingestellt. So, und ich sehe gerade, die Brücke ist fertig. Das ist sehr gut. Ja, sieht sehr hübsch aus, wie die Brücke hier gerade so gebaut wird im Winter. Das Gerüst steht da. Sehr schön gemacht. Das kennen wir ja schon aus Banished. Begeistert mich aber immer wieder. Aber dann mal ein bisschen entschleunigen und denen wirklich so beim Arbeiten zusehen. Schlagen natürlich wie bei jedem Spiel einfach irgendwo in die Luft, aber das kann man nun wirklich nicht erwarten. Aber auch so die Engine, schön Reflexion, ist alles sehr, sehr hübsch. So, Schmied ist jetzt bald fertig. Zweimal muss der Bauarbeiter noch draufschlagen. Noch einmal, das schaffst du, komm schon. Und fertig, wunderbar.
Eisen und Holz brauchen wir. Haben wir beides gerade ein bisschen was auf Lager. Das ist sehr, sehr gut. Und wir werden uns natürlich jetzt hier auf der anderen Seite der Insel einiges davon auch noch holen. So, dann können wir mit unseren 6 freien Arbeitern mal hier die Ressourcen uns besorgen. Und ich würde sagen, wir bauen auf dieser Seite auch noch ein Lager direkt. Mal eben schauen, dann können wir hier vielleicht noch Häuser ans Ufer stellen. Zumindest erstmal eins und dann dementsprechend die Straße hier lang führen. So. Und dann bauen wir hier hinten einfach mal eben so ein provisorisches Lager rein. Na, machen wir das auch mal direkt an den Fluss. Da, 6x6 Lager. Das setzen wir dann später eventuell auch noch um. So, und da werden wieder Häuser fertiggestellt. Das ist sehr gut. Und unser Schmied arbeitet, das ist natürlich auch sehr gut. Auch hier möchte ich noch das ein oder andere Haus haben. Im Arbeiterviertel sozusagen. Sehr gut. Ja, eine kleine florierende Siedlung. Ich bin sehr zufrieden. Das sieht sehr hübsch aus. Und ist natürlich auch immer wieder schön mit anzusehen, wenn hier alles so, zumindest ansatzweise so läuft, wie man es sich wünscht. So. Noch ein Weg zum Fischer, dem können wir auch mal direkt was zuteilen. Sehr gut. Dann schauen wir mal, dass die Zahl der Werkzeuge steigt. 8 Leute momentan ohne Werkzeug. Das sollten wir doch hinbekommen, die zu versorgen. Schmied ist fleißig dabei. Eisen haben wir noch was auf Lager. Also in der Hinsicht alles noch in Ordnung. Nur zum Testen schaue ich direkt mal, wie sieht es denn aus mit Minen. Resource Production. Mine. Kriegen wir hier eine hin? Ja, wir kriegen da wirklich eine hin. Das ist sehr gut. Die andere Seite nicht. Da ist es ein bisschen zu schräg. Hier auch nicht. Vielleicht hier? Ja, hier kriegen wir eine hin. Also wir kriegen 2 Minen hier an dem Berg. Das ist doch sehr gut. Dann setze ich hier mal eine hin. Pausiere die aber sofort. Nur damit wir das später nicht vergessen und da schon mal das Minengebäude stehen haben. Sehr schön. Ja, wir haben jetzt einiges an Baustellen hier in der Stadt. Das ist natürlich auch sehr viel von unseren gelagerten Ressourcen jetzt verbrauchen, dem her vor allem Holz nochmal anschmeißen, die Produktion, weil ja auch der Schmied das Holz verbraucht. Mittlerweile haben alle bei uns wieder Werkzeuge, das heißt, das ist kein Problem. Auch Kleidung sammelt sich langsam aber sicher an. Das heißt, die Grundversorgung ist hergestellt. Müssen wir nur aufpassen, dass wir die rechtzeitig aufstocken und an größere Bevölkerungen anpassen dann. Habe ich hier auch gesehen, die Häuser sind hier um 1 versetzt, ist aber auch nicht weiter schlimm. Können wir schauen, ob man hier vielleicht irgendein Gebäude noch reinbauen kann. Es wird wahrscheinlich knapp, na die großen sowieso nicht. Schule leider auch nicht. Also doch leider keine Möglichkeit hier noch irgendwas zwischenzubauen. In diesen freien Platz, der sich jetzt hier aufgetan hat. Vielleicht breche ich dann den Bau hier mal ab. So. Und lasse dann hier erstmal ein anderes wichtiges Gebäude zumindest schon mal
das Bauland für sich beanspruchen. Die Kirche würde zum Beispiel von der Breite her hier genau reinpassen. So, dann pausieren wir das direkt. Und dann passt hier doch noch genau ein Haus zwischen. Sehr schön. Braucht natürlich endlos viele Ressourcen, deswegen lassen wir das jetzt erstmal sein. So, aber auch auf der Seite vielleicht irgendein wichtiges Gebäude mal reinstellen. Zum Beispiel eine Schule. Ja, die würde von der Breite passen, aber hier ist dann der Fluss schon im Weg. Wie sieht's aus im Krankenhaus? Auch da passt die... Ja, wäre sogar noch ein bisschen zu klein, aber das wäre ja nicht schlimm. Das ist natürlich zu groß. Dann lassen wir es hier einfach sein und bauen da, wie schon vorher, einfach ein Haus rein. So, wir brauchen dringend neues Eisen. Das liegt ja hier direkt frei zum Abholen herum. Vielleicht auch nochmal hier ein kleines Lager hinmachen. Damit die Leute, die das Eisen hier abbauen, nicht sofort ganz rüberrennen müssen eventuell. Wobei das natürlich dann auch praktisch ist, weil dann der Schmied das nicht so weit herholen muss. Aber okay, ich finde es eigentlich mal ganz nett, wenn man in der Nähe von Abbauorten auch direkt ein Lager hat. Auch wenn das natürlich wirklich lächerlich klein ist. Aber ihr seht sicher, was meine Intention ist. So, 400 Fisch ist natürlich nicht die Welt. Hier deutlich mehr. Allein von jeder einzelnen Ressource schon mehr als 400. Wobei ich sehe gerade, ist das jetzt von der aktuellen Saison? Genau, ist in der aktuellen Saison. Wobei die jetzt auch vorbei ist. Also schon recht aussagekräftig eigentlich. So. Woodcutter produziert fröhlich vor sich her. So soll es sein. So, ich werde jetzt mal die Town Hall auch in Auftrag geben. Aber auch pausieren. Marktplatz muss natürlich auch irgendwann noch irgendwo hin. Das müssen wir uns dann mal anschauen. So, dann würde ich sagen, gebe ich hier auf der anderen Seite auch schon mal einen weiteren Holzfäller in Auftrag. Ja, dafür müssen wir erstmal hier die ganzen Ressourcen abarbeiten. So. Und Priorität machen wir einfach mal hier so quer rein. So, wie sieht's aus mit Jobs? Ich glaube, wir haben alle Stellen belegt, die wir frei hätten. Das ist richtig. Dann würde ich sagen, kümmern wir uns direkt auch mal wieder um mehr Nahrung. Da kann man ja wirklich niemals genug von haben in diesem Spiel. Machen wir hier auch noch einen Jäger und einen Sammler, das typische Paket. Ja, hier werden jetzt auch Häuser gebaut, dann können hier Leute wohnen und sich um die Arbeiten auf dieser Insel, Flussseite schneller kümmern. Das ist auch immer sehr praktisch. Kurze Laufwege. Dann würde ich sagen, bauen wir hier auf die Seite auch noch ein Lagerhaus. Direkt an dem Fluss, damit auch die Laufwege in die andere Stadt entsprechend kurz sind, falls das benötigt wird. Und das dritte Haus. Und hier wohnen auch schon Leute. Wunderbar. Bauarbeiter in dem Fall wohnen jetzt gerade hier und die Träger, sobald natürlich hier jetzt die entsprechenden Gebäude fertig sind, werden die wahrscheinlich dann auch hier einziehen.
Okay. Das ist doch jetzt auf jeden Fall ein gelungener Start. In der zweiten Folge bin ich mir recht sicher, dass ich hier nicht neu anfangen muss, sondern dass das, so wie es jetzt aussieht, ganz gut funktioniert. Von dem her nichts zu meckern. So, zwei Brücken nebeneinander, eine davon erstmal pausieren. Reicht natürlich, wenn man eine hat. Die zweite ist nur für Optik. Das ist halb voll. Bauen wir auch schon mal direkt ein zweites dahin. Später werden wir es brauchen. Ah, jetzt muss ich mal eben schauen. Nochmal kurz abreißen. Ja, genau. Man kann es ja so bauen, dass die sich sozusagen symmetrisch gegenüberstehen. Jeweils das eine Flachdach hier zur Mitte hin. Warum nicht? Ihr wisst ja, da geht es mir dann doch hin und wieder doch schon sehr um die Optik. So, das ist auch bald fertig. Ich werde auch direkt einen zweiten Schmied bauen, auch wenn wir ihn noch nicht brauchen. Später sicherlich, wenn ich ihn jetzt finde. Da haben wir ihn. Und gegenüber einen zweiten. Den stellen wir vielleicht direkt daran. Oh, wir haben einen Todesfall. Das heißt, bald sollten wir uns auch mal um einen Friedhof kümmern. Na, so. Okay. Sehr gut. Soweit bin ich zufrieden. Auch hier geht es jetzt schon gut vorwärts. Das macht mich natürlich auch glücklich. Sehr schön, sehr schön. Dann auch jetzt hier Zeit, das richtige Lager an die richtige Stelle zu setzen, damit wir da hinten dann eventuell noch Platz für andere Gebäude haben. Ein 6x6er. Und das bitte abreißen. So, Eisen verbrauchen wir wirklich viel. Natürlich mit unserem Schmied durchgehend. Ich glaube, ich gebe mal die Mine frei. Sammler brauchen wir jetzt mehr. Für den Anfang auf jeden Fall die wichtigste Quelle für Nahrungsmittel der Sammler. Später dann die Felder. Alles, was auf Feldern angebaut wird, immer eine sehr, sehr, sehr gute Nahrungsquelle. So, auch der Jäger wird jetzt bald fertig. Gebe ich dem auch direkt volle Besatzung, sobald er fertiggestellt ist. Und dann müssen sich natürlich die Bauarbeiter noch um die restlichen Häuser kümmern, damit wir immer und immer wieder mehr Nachwuchs bekommen. Weil hier ist sogar wirklich noch Platz drin. Kann sich noch eine Frau dazu gesellen und dann können die eine Familie gründen. Mit 13 ist man ja schon erwachsen in dem Spiel. Ja, unser einer Bauarbeiter hat viel zu tun. Aber die ganzen Baustellen sind auch noch gar nicht angeliefert. Natürlich auch deswegen, weil wir gar keine Lieferer haben momentan. Das kommt auch noch dazu. Sicherlich auch nicht so das Praktischste. Gerade Eisen müssen wir natürlich uns noch besorgen. Auch nochmal hier schön großflächig alles bitte besorgen, was es hier so gibt. Der Holzfäller wird das ja hier wieder aufforsten. Geht auch noch relativ weit hier in die Stadt rein, aber das stört nicht weiter. Holzfäller haben immer genug Bäume hier im Umkreis, die sich besorgen können. Auch wenn ihr Gebiet teilweise dann in die Stadt reinragt. Ja, Feuerholz haben wir einiges. Das ist sehr gut. Also die nächsten Winter zumindest sollten für uns kein Problem sein. Was ich jetzt schon mal angehen werde, ist ein Händler. Wenn ich den jetzt noch finde, da haben wir ihn. Wo stellen wir den hin? Ja, hier können wir ihn gut reinsetzen. Eben kurz auf der anderen Seite schauen, da ist der Berg im Weg. Wenn wir aber natürlich hier das Haus ein bisschen abreißen. Ah, trotzdem sieht das hier ein bisschen komisch aus. Stellen wir ihn hier hin.
Schön weit rein ins Landesinnere. Ah, nochmal kurz schauen. Vielleicht können wir ihn direkt an die Straße setzen, ohne dass das zu unschön wird. Ja, sieht doch ganz gut aus. Stellen wir ihn direkt an die Straße dran. Sehr gut. Dann haben wir auch einen Händler. Irgendwann mal, kann natürlich noch ein Weilchen dauern, bis das wirklich fertig gebaut ist. Ah, mittlerweile auch wieder 5 Transporteure. Sehr gut. Noch mal ein paar mehr Häuser hier hin. Beziehungsweise, na, warten wir erstmal, bis die anderen alle fertig gebaut sind. Da haben wir wirklich noch einiges mittlerweile jetzt in Auftrag. Sehr fein. So, hier uns die Ressourcen auch noch alle holen. Das wird jetzt ein bisschen dauern, bis die ganzen aktuellen Aufträge abgeschlossen sind. Sehr viel auf einmal. Schon mal weit vorausgeplant auch. Ich hoffe, dass da nichts schief geht, aber es sieht eigentlich ganz gut aus. Ja, dann würde ich sagen, auch die zweite Folge beenden wir jetzt hier. Knapp über 20 Minuten. Sollte es mal reichen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Kommentare, Meinungen, Like, Dislike, lasst es euch aus hier raus. Ich bin gefasst und freue mich über eure Meinung. Und hoffe dann, dass wir uns beim nächsten Mal sehen, im nächsten Let's Play. Also bis dahin, bis zum nächsten Mal.